Hallo. Leider Grippe geplagt. Immer noch zu Hause. Das Wetter heute ist auch nicht so toll. Es hat heute bestimmt 3 Stunden am Stück geregnet. Jetzt scheint ein bisschen die Sonne, aber ich traue dem Wetter nicht so ganz. Trotzdem, ich war heute, muss ich mir beim 1-Euro-Shop, sprich beim Teddy, wollte ich mir ein paar Sicherheitsnadeln kaufen und bin da auf einen Kochtopf für Bushcrafter gestoßen, für wirklich klitzekleines Geld, und zwar für 1 Euro. Und das ist nicht hier der, das hier ist mein MSR Siegel. Der war nicht immer schwarz, ne? Denn der ist aus Edelstahl. Den habe ich mit Ofenrohrlack lackiert, damit die Rückstände beim Verbrennen aus dem Holz nicht so leicht dran kleben bleiben und ich die dann praktisch leichter abbekomme. Also der ist es nicht, der kostet so um die 20 Euro. Ist auch die große Version, das ist die 0,1 Liter Version. Gibt auch kleinere, zum Beispiel 0,7. Nein, der ist es nicht, sondern der. Das ist eher eine Schale. Man könnte meinen, das wäre so eine, ja, was man so bei Katzen oder Hunden in so eine Essensstation stellt. Ist es aber nicht. Denn es ist, wie hier steht, eine Edelstahl-Rührschüssel für 1 Euro vom Teddy. Und ich dachte mir, warum die nicht zweckentfremden? Also für 1 Euro Edelstahl. Ich habe es ausgemessen, da passen bis auf den Finger breit über dem Rand 600 Milliliter rein. 300 Milliliter zum Beispiel bräuchte man für so eine Ramen-Nudelsuppe. Und 250 Milliliter passen hier in diesen Becher rein. Da könnte man hingehen, das Wasser abkochen, einen Teil hier reinschütten. Zum Beispiel für Kaffee zuzubereiten. Und dann macht man seine Nudelsuppe hier rein, lässt sie ziehen. Und wenn man die von der Feuerstelle nehmen will, nimmt man einfach ein Multitool. Weil das Ding hat ja keinen Henkel. Nimmt die einfach von der Feuerstelle. Und macht für 1 Euro einen Kochtopf. Natürlich ohne Deckel. Aber ich denke, da wird dem einen oder anderen was einfallen. Oder man sagt sich, braucht nicht so unbedingt einen Deckel. Nimmt natürlich im Gepäck ein bisschen Platz weg, aber man kann das hier ja auch vollstopfen, zum Beispiel mit einem Bandana oder was sonst so reinpasst. Ein bisschen Schnur oder Paracord oder so, wie ich es eher benutze, Bankline. Ja, also das war mein 1 Euro Kochtopf-Tipp. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Kommentare, Bewertungen und Subscriber sind gerne gesehen. Bis die Tage. Tschüss.